Wir kommen jetzt zu dem, was man gemeinhin etwas abfällig als Kulturprogramm bezeichnet, was bei einer Veranstaltung des Goethe-Instituts aber natürlich keine Rahmenveranstaltung oder Gedöns ist, sondern ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung. Und ich glaube, das ist für uns alle natürlich auch sehr angenehm, dass wir uns jetzt nicht engagieren müssen, sondern einfach eine Art Kunstgenuss geliefert bekommen. Ich würde gern ganz kurz noch, bevor wir damit anfangen, etwas sagen, wie jetzt so die nächsten 3,5 Stunden, die ich betreue, ablaufen werden. Falls Ihnen das Angst macht, mir auch, das ist eine lange Zeit. Ich wollte eigentlich damit anfangen, mich vorzustellen, weil ich nicht die Person bin, die im Programm steht. Ich bin Katja Freistein vom schon gestern etwas schwierig auszusprechenden Käthe Hamburger Kolleg Center for Global Cooperation Research. Eigentlich haben wir uns auf Letzteres geeinigt. Im Kontext dieser Narrativtagung würde ich aber gerne schon noch den ersten Teil Käthe Hamburger Kolleg etwas betonen, denn Käthe Hamburger war eine Narrativforscherin. Von daher, das würde bei dieser Gelegenheit, glaube ich, ganz gut passen, das auch noch mal zu betonen. Bevor wir anfangen, würde ich gerne etwas Ungewöhnliches machen, weil wir, mein Kollege Frank Gardinger und ich, zum Organisationsteam dieser Tagung gehörten und wir würden uns gerne ganz herzlich bedanken bei unseren Kooperationspartnern für die sehr produktive Zusammenarbeit, die wir sehr genossen haben. Während dieser Tagung ist es natürlich schon dann fast vorbei, all das, worauf wir so hingearbeitet haben. Das ist also etwas traurig. Und wir würden ganz besonders gerne Mechthild Manus und Raffaela Hobbach, die da hinten fleißig am Rechner sitzt, danken, die das Ganze hier auf die Beine gestellt haben. Und ich finde es fantastisch und ich wollte das auf jeden Fall unbedingt loswerden. Ich habe jetzt meine Rolle etwas missbraucht, aber ich hoffe, das ist okay. Also wir kommen jetzt, wie gesagt, in den Genuss eines kulturellen Programms und gehen dann nach einer winzigen Umbaupause in das Nachmittagspanel zu den Binnenperspektiven über. Und ich verspreche, da das ja schon angedroht 3,5 Stunden sind, dass wir auch vor der Kaffeepause nochmal eine winzige Verschnaufpause auch machen, wo dann jeder vielleicht die Beine kurz vertreten oder andere Dinge machen kann, die wir sicher nicht sprechen müssen. Wir hören nun Beiträge von, darf man Poetry Slammer sagen? Ist das schon so eine Berufsbezeichnung? Ja, Poetry Slammern, das klingt im Deutschen komisch, die wir gleich direkt hintereinander präsentiert bekommen, sodass wir keine Pause machen müssen, um die Leute nochmal einzeln vorzustellen. Ich glaube, das ist auch für den Genuss und für die Arbeit, die ihr leistet, sicher etwas einfacher. Wir haben 3 sehr junge Poetry Slammer. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich einfach auch so in dem Business. Wir haben Ife Paul Asino aus Nigeria, wo Ife schon als Poetry Slammer sehr bekannt ist und auch schon ein eigenes Festival, nämlich das Lagos International Poetry Festival, auf die Beine gestellt hat. Du hast auch ein Buch veröffentlicht, das wir nach diesem Panel in Bälde auch am Empfang erwerben können. Also ich hoffe, dass die Performance, die du gleich lieferst, gute Werbung für dein Buch ist. Wir hören natürlich nur ein Stück, aber es gibt deutlich mehr noch. Dann haben wir Tanas Golzabar, die etwas in der Nachfolge von Goethe als Hessin nach Berlin gegangen ist, um Poetry zu machen. Also ich finde, da sind deutliche Parallelen zu erkennen. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass es morgen in der Villa Neukölln eine Lesebühne gibt zur Parallelgesellschaft. Das heißt, wem das heute noch nicht genügt und wer Gefallen gefunden hat, kann sie morgen noch mal sehen und in Zukunft sicher auch noch öfter, da du ja hier in Berlin wohnst. Also das vielleicht noch als Hinweis. Und als Dritte haben wir Mona Harry, die Philosophie und Kunst studiert. Ist ein bisschen blöd, mit dem Studium anzufangen. Sie ist nämlich eigentlich auch schon ziemlich professionalisiert als Poetry Slammerin und das ist wirklich ein komisches Wort, und war auch schon im Finale eines Wettbewerbs 2015, ist also schon gut im Geschäft. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn wir in der Reihenfolge, die wir besprochen haben, erst Tanas Gold, dann Ife und dann Mona eure Stücke hören und einfach genießen. Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Genau, mein Name ist Tanas Golzabar. Ich habe einen Text mitgebracht, der trägt den Titel Aisha. Das ist ein arabischer Frauenvorname und bedeutet die Lebende. Und der Text ist angelehnt an 2 Lieder, die denselben Titel haben. Einmal von Outlandish aus den 2005er Jahren, einmal von Shep Khaled aus den 80er Jahren. Kennt ihr die Lieder? Ja, Aisha, ikute.
Wir haben damals in einem Seminar die Lieder analysiert und unsere Dozentin hat festgestellt, ja, ist ja ganz interessant und so und ganz schön, aber wie kommt das, dass nur Männer über Aisha sprechen? Und in den Liedern geht es auch um die Emanzipation der arabischen Frau beziehungsweise die Emanzipation der muslimischen Frau. Und ich dachte mir, gut, ja, vielleicht, hier wird der Begriff Narrativ so häufig verwendet, vielleicht muss man diesen beiden männlichen Narrativen ein weibliches hinzufügen, das vielleicht auch wichtig ist. Und ich gerate leider häufig in die Situation, dass dieser Text etwas missinterpretiert wird. Ich schreibe aus der Perspektive einer Person, die in Europa aufgewachsen ist und spreche über Sexismus. Und es wird häufig eine kleine Nuance falsch reingelesen, nämlich die Lieblingsperspektive, die man oft in Europa hat, nämlich die Migrantin, die sich kritisch über den Islam äußert. Und ich möchte Sie alle dazu einladen, diesen Text nicht aus dieser Perspektive zu betrachten. Ja, lange Rede, der Text beginnt. Aisha, trag dich heute leichter als vor Jahren dir befohlen. Mach die Augen auf und nimm alles zurück, was dir gestohlen, mach deinem Namen alle Ehre und Ehre das, was dir gehört. Klopf den Staub von dem Gewand, das bisher jeden Mann betört, ich weiß, die Wüste trocknet alles, aber niemals deine Tränen. Drum erheb dich nun, beweg dich nun, weshalb sich weiter quälen, Aisha, hör mir zu. Spitze deine goldbehängten Ohren. Was ist aus deinem Stolz, aus deinem freien Willen bloß geworden? Keine Kraft mehr in den Knochen? Keine Luft mehr in der Brust? Ist das alles hier dein Schicksal? Hast du es anders nicht gewusst? Hast in den Lobgesängen deine eigenen Fehler überhört? Hat dich einfach nicht gestört, dass niemand dich gefragt, niemand jemals dich um Wort gebeten? Nun, jetzt schau nicht so betreten. Ich weiß, du selbst kannst nichts dafür. Man hat dir immerzu befohlen, ich weiß, du selbst hast kein Gespür, wie du zu dem wirst, was du bist, wie du das lernst und nicht vergisst. Stattdessen beugst du dich, drehst dich in dem immerwährend Reigen, bezauberst Hunderte und trägst dabei dein immerwährend Schweigen und jenes Lächeln auf den Lippen, weil sich das eben so gehört, für eine Frau, für eine Dame, weil sich daran niemand stört, Aisha, grämst du dich? Sag, schämst du dich vor tausend Männeraugen? Mag dein Vater dir noch immer nicht den Blick zurückerlauben, sucht die Mutter noch, im Sinne einer alten Tradition, dich im Zaum zu halten, auszuhalten, wie andere Mütter schon, das seit vielen langen Jahren ihren Töchtern beigebracht. Das seit vielen langen Jahren ihren Töchtern weiß gemacht und deshalb geh nicht weg. Aisha, dreh mir nicht den Rücken zu. Hör das Klagen deiner Schwestern, bist bei weitem nicht nur du, die sich hundertfach verbiegt in dieser ungerechten Welt. Die sich einfach nicht mehr liebt und von sich selbst gar nichts mehr hält, so viele Körper, die statt Zärtlichkeit Härte erhielten. Die stets klein gehalten, ihren eigenen Wert für sich behielten, schon als junge Mädchen eheliche Pflichten ausgeführt und als Frauen außer Lehren sich selbst nichts mehr gespürt, die ewig Gebärenden. Stetig stumm gehalten, nie Beschwerenden, unter all dem Druck gebückt, nach Freiheit sich Verzehrenden, ja, Frauen eben. Nicht nur jenseits des Mittelmeeres, nicht nur anderswo, wo das Leben ohnehin schon schwer ist, auch an Orten, wo augenscheinlich alle Menschen gleich sind, wo man sich empfindlich gibt und mit ganz besonderem Feinsinn hervorhebt, der unterdrückt wird und sich selbst dabei vergisst. Weil, egal wie es Frauen hier geht, es anderswo noch schlimmer ist und die Unterdrücker, deine Brüder, und sicher trifft sie manche Schuld, doch sind sie deiner Leiden Lösung und vielleicht sogar ihr Grund, sind nicht auch sie viel eher Opfer von Geschichte und Erziehung, die starken Helden in den Märchen, trainiert auf ungleiche Beziehung, weil Konventionen ihnen oft Gefühlsregung verweigern. Sie mit Verantwortung belasten, ihre Pflichten übersteigern, nun schau mich an. Aisha, öffne deine schwarz getuschten Augen. Ich wusste das alles schon sehr früh und wollte niemals wirklich glauben, dass ich nicht als Mann geboren. Andere Regeln für mich gelten. Die Gesellschaft teilt sich auf in zwei getrennte Welten und oft ist es sehr subtil. Die Länge eines Augenzwinkerns,
Ein allzu abschätziger Blick, der im Inneren versinkt. Was stimmt denn mit mir nicht? Wenn man mich meistens unterschätzt, wenn jeder meint zu wissen, wie man mich schwächt und mich verletzt und wie lange wird es noch dauern, um mich als weiblich wahrzunehmen, um mein Frausein nicht als bloßen Machtverlust zu sehen, um zu verstehen, dass ich bin, ohne Angst vor dem Klischee, um jeden Mann zu überzeugen, mich als gleichwertig zu sehen, denn wie gelähmt ist unser Handeln, wenn wir uns selber Zellen bauen. Und wie soll es je ein anderer tun, wenn wir uns selbst nicht recht vertrauen, Aisha? Liebste, verstehst du, was ich sage? Begreifst du denn, weshalb ich mich Tag um Tag damit so plage, so antworte nur einmal? Vielleicht im altbekannten Lied? Zeig, dass du weißt, wovon ich rede, dass auch dir daran was liegt, denn worum geht es mir? Worum sollte es allen Menschen gehen? Um selbe Rechte, um Respekt, auf gleicher Augenhöhe stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Good afternoon. You know, I'm slightly used to doing this without the book. You know, I met this Jamaican poet once, Kai Miller, and he said, you know, people have this idea of poetry, spoken word performers, that the idea of poetry slams sort of belittles the intellectual weight behind the poem itself. So when he goes to read a poem, he goes with a blank piece of paper, and he performs from his head, but he pretends like he's reading it. So he looks very intellectual. Anyways, so I pretend to be reading this. But the poem is actually in the book. So yesterday we ran. Thoughts flying in every direction like shrapnel, tables overturning, shattering flower verses, echoing our determination to remain in this land. 7,000 miles away from the desperation that drove us here, the desperation that stalks us still in this illusion. Yesterday we ran, as they kicked down the door screaming, black motherfuckers, scumbag African monkeys, today you return to your jungle. We ran. I bolted through the back door, flung myself down a flight of stairs and leaped under the stars, my feet etching my resolve into the concrete. I am not going back to Africa. Not today. Not until I bag a foreign passport that bears my name, knits my soul to a wrinkled skin. If I have to, you won't catch me today. You won't crack my skull against your prison bars. You won't empty my blood on the pavement like you did to them students. My journey does not end in your detention camps. You won't catch me today. Yesterday we ran. I dashed past the flower shop, the devil on my heels, and into the jewelry store, hell in my lungs. And there she stood. A frail brown-skinned woman, frightened, puzzled, knowing. And just before my mind could unravel the mystery, her eyes held empathy or trouble. She screamed, "Hair, hair, the African is in here." And I ran, crashed into her show glass and ruptured my tendon. When will the running stop? I had no time to weigh a life on the run against the knowledge that I do have a home where my legality isn't in question, but I ran from it, ran into the space that demands that I keep running, running down the black alley into the sewer. They won't find me here. 36 hours later, listening to my protesting stomach and drinking in the stench around me, I make my peace with the surrounding darkness. Yesterday we ran. And Chuma jumps through the window, four story down. What do I tell his wife back home? Thank you. Ein Text, der vielleicht ganz gut in diese Stadt passt. Und vielleicht leider auch ganz gut in diese Zeit.
einen Text über Mauern. Erstens, Mauern, um Menschen einzusperren. Damals. Hier stapeln sich sorgsam geordnete Ordner voll Akten. Über jeden zu lauten Gedanken, der je vor Verbitterung zitternde Lippen verließ. Akribisch notiert liest man hier alles, was je gegen systemsichernde Sitten verstieß. Was hier herrscht, ist Generalverdacht. Hier versucht man Grenzen zu schützen, nicht Menschen. Hier geht es um Staatssicherheit. Dient doch jeder Schussbefehl allein der Erhaltung des Systems. Hier baut man Mauern, denn hier braucht es Mauern, damit die Menschen nicht gehen. Ein Todesstreifen mit sorgsam geschnittenem Rasen. Ein deutscher Schäferhund und Schützen, die an Grenzzäunen stehen. Zäune aus Streckmetallgitter neben gepflegtem Grün. Einen Staat zu beschützen vor den eigenen Menschen ist wie mit einem Wasserwerfer das Meer zu bekämpfen. Zweitens, Mauern, um Menschen auszusperren. Im Kleinen. Hier stehen Gartenzwerge Spalier und Zäune sind frisch gestrichen. Hier stehen getrimmte Büsche geradlinig als Sichtschutz vor fremden Blicken. Hier endet die Sorge am Gartenzaun zum Nachbargrundstück, wo unter den zitternden Zweigen der Zedern manch zeternde Nachbarschaftskriege beginnen, weil die Wurzeln der wuchernden Pappel in den fremden Garten eindringen. Und wo frisch gepflanzte Veilchen in der Vormittagssonne blühen, steht ein neuer Lamellenzaun neben gepflegtem Grün. Im Größeren, geordnete Kinder auf gut sortiertem Rasen, ein Hochsicherheitszaun, eine Alarmanlage, nicht, dass noch ein Fremder mit schmutzigen Schuhen diesen Stadtteil betritt, Hochglanzmetallfelgen auf gefegtem Granit. Der Wohlstand verpflichtet zu Vorsicht, zu Misstrauen, zu recht exklusivem Hochsicherheitszaun, weil sich die Gefahr durch den Fremden doch am eigenen Wohlstand bemisst, bleibt immer ein bisschen die Sorge, dass der Gärtner das Tor doch mal sorgfältig zu schließen vergisst. Wo sich Nachbarskatzen vergeblich um Eintritt bemühen, erahnt man im Dunkeln bei Zeiten die Lichtschrankenreflexe vor dem gepflegten Grün. Im Großen ein geschichtsträchtiger Raum und in der Mitte eine goldene Wiege, die Wiege der Humanität. Hier rühmt man sich Fortschritts und Wissens. Häuserzeilen stehen hier sicher, weil man hier Zukunftsmusik spielt. Hier werden Menschenrechte hochgehalten und man weiß exakt zu bewerten, wann ein anderer diese verletzt. Hier kennt man Hunger nur aus Bikini-Bauch-Sommer-Diäten, eine Welt von gepflegter Grüne bedeckt. Doch der Wohlstand verpflichtet zu Vorsicht, zu Misstrauen, verpflichtet wieder Mauern zu bauen, Grenzen zu schützen vor Menschen, Stacheldrahtzäune, Schlagstockarmeen und akribisch notiert in sorgsam geordneten Ordnern und Akten, sammelt man reichlich Gründe, Gesetze und Fakten, warum der Fremde leider gezwungen ist, wieder zu gehen. Hier mag man das Leid fremder Menschen nicht auf gepflegten grünen Flächen sehen. Es scheint fast, als würde das Menschenrecht da so hochgehalten, dass es leicht aus dem Sichtfeld verschwindet. Und zuletzt bleibt es nur eine Frage des Zufalls, auf welcher Seite der Mauer man sich befindet. Dankeschön.